Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chillig hinsetzen und Zelda Picross machen. Ich starte mit dem Picross und ihr seht, wir haben hier jetzt insgesamt 45 Rätsel, aber die dürfen wir recht schnell schaffen, denke ich mal. Tim Rudert verwenden, ja komm, machen wir, ne? Verwenden wir einfach mal immer. Und dann füllen wir das aus. Oh, cool, dieser Blättereffekt, der ist ja schön. Der ist cool. So, hier haben wir einmal die 9. Die können wir bis dahin markieren. Die 7 geht bis hier. So, hier haben wir einmal eine 8 und eine 1. Eine 7 und eine 2 ist genau dasselbe. Zack. Können wir komplett ausfüllen. Bei der 5 können wir erstmal ganz viele X'e machen. Hier haben wir die 4 und hier die 2. So, dann haben wir hier unten definitiv die 2. Und hier kommt definitiv ein X hin, genau. Okay, dann haben wir hier die 1. Die 4 haben wir auch schon fertig, genau. Zack, hier die 3. Hier die 1. So. Die 9 haben wir also auch fertig. Können hier ein X machen. Hier können wir ganz viele X'e machen. So, hier können wir X und X. Hier haben wir die 6 und hier unten haben wir die 2. Das heißt, wir haben hier auch die 2 abgeschlossen. Und hier die erste 5. Und hier das auch alles. Zack. 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 Und zack. Und damit haben wir die Bomben gemacht. Cool. Sehr schön. So, ja, machen wir weiter, ne? Mit dem Tipproulette. Oh, perfekt die untersten Reihen, die ganzen Reihen hier ausgefüllt. Ganz links oder ganz unten. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Oder auch ganz oben oder ganz rechts. Weil man dann immer von dort ausgehen kann, schon mal solche Reihen hier alle ausfüllen. Und da seht ihr, wir können hier sehr, sehr viel schon mal ausfüllen. Hier haben wir noch einmal eine 0. Ups, habe ich ein Feld vergessen. Hier die 5 nochmal bis nach ganz oben. Zack. Haben wir hier die ganzen Einsen komplett. Hier haben wir doch schon eine 1 komplett. Hier können wir die 2 setzen. Dann haben wir hier schon mal die 4. So, das heißt, hier muss definitiv eine 2 hin. Hier die 2 und hier noch die 1. Weil anders wäre das nicht aufgegangen. Hier haben wir noch die 2, zack. Hier haben wir noch eine 2 definitiv, das heißt, wir haben hier die 1 und die 2. Das kommt weg, das heißt, hier kommt die 2 hin und hier nochmal eine 1. Das kommt alles zusammen, zack. Hier noch eine 1 und hier noch eine 1. Dann können wir das alles schon mal ausfüllen und haben hier die letzte 2. Und wir haben eine Flasche gemacht. Cool. Also die ersten Rätsel sind halt echt alle noch sehr, sehr, sehr einfach. Ganz chillig. Und ja, das Tipproulette ist auch, vereinfacht auch sehr, sehr viel. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und damit können wir hier schon mal ganz viel noch machen, weil wir hier unten die Reihe ausgefüllt hatten. 1, 2, 3. Zack, 1. 1, zack, 1, 2, 3. Ja, können wir hier noch die 3 hinmachen. Nehmen wir die 3, zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2. Passt perfekt. Zack. So, dann haben wir hier die 4 definitiv auf der Seite und hier kommt 2 und 1 hin. Weil anders wäre das nicht mehr aufgegangen. Das gleiche geht hier für 2 und 5. Zack. Hier haben wir die 4 schon mal. Zack. So und so. 1, 2, zack, 1, 2, zack. 1, 2 kommt definitiv und hier können wir schon mal das hier ankreuzen, genau. Das heißt, hier kommt die 8 auf jeden Fall so hin. Haben wir hier die 5. Haben wir hier noch eine 1 und hier noch eine 1. Hier unten ist die 5 dort komplett. Dadurch haben wir hier die 4. Hier eine 3. Hier muss die 3 hier sein, denn sonst hätten wir die 1 nicht mehr zustande bekommen. Oder wir hätten ja nach hier unten keine 3 mehr ausführen können, sagen wir so. Hier kommt noch ein X, dann kommt hier die 2 irgendwie in irgendeiner Form.
Hier ist die 5 und dann auf der anderen Seite 4 und 3. Hier kommt definitiv die 3 noch hin. Zack. Die 2 haben wir dadurch auch abgehakt. Hier ist die 2. Die 3. 2. Zack. 1 und 3. Und der Kompass? Ich glaube, es ist ein Kompass, ne? Ja, der Kompass. Sehr cool. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Einfach nur so für zwischendurch fürs bisschen entspannen und chillen. Das ist echt sehr, sehr angenehm, Leute. So, haben wir erstmal hier eine komplette Reihe. Die 10. Zack, zack. Wie ihr seht, kann man halt von oben herab sehr, sehr viel jetzt ausfüllen. Dadurch, dass man nach oben ja nicht weiter gehen kann. Das heißt, die 6 wird hier komplett nach unten gezogen erstmal. Das gleiche mit der 2 und den restlichen Zahlen eben. So, hier kann ein X hin, weil hier die 3 hier definitiv ist. Und von hier aus kommen wir nicht an die 3 ran. Das wäre eine 4 dann gewesen. Hier haben wir so die 4, genau. Also hier die 3. Dann muss hier die 2 sein und die 3 sowieso nach unten. Dann haben wir hier eine 1. Das heißt, ja, hier ist sowieso die 2. Und eine 1 und die 4, zack. Hier muss noch eine 1 hin. Zack. Jetzt haben wir hier noch eine 2. Die Reihe ist schon mal komplett. Das heißt, hier kommt noch eine 1 hin. Dadurch ist die 2 auch komplett. Hier haben wir die Reihe komplett. Hier weiß ich gar nicht. Wenn hier jetzt die 2 nach unten geht. Wenn das die 1 ist. Ich weiß gar nicht, warum das hier blau angezeigt wird. Tatsächlich. So, hier haben wir erstmal ganz viel weg zu xen. So, hier haben wir 1, 1, 1, 1, zack. Zack. Ah, wegen den Einsen war das wahrscheinlich blau angezeigt worden. Weil da dann gezeigt wurde, dass wir da definitiv da die Einsen hinmachen müssen. So, die Xe müssen wir übrigens nicht setzen, Leute. Das ist alles nur dafür da, dass wir das für uns besser visualisieren können, wo jetzt was hinkommt und wo nicht. Also man kann das Picross auch schaffen, ohne dass man jetzt da irgendwie ein X hinsetzt oder so. Können wir erstmal was wegkreuzen. Hier können wir die 4 bis dahin ziehen. Bei der 2 weiß ich nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, oh, okay. Das ist so eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. So. Das X. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Haben wir hier die 2 fertig. Hier eine 1. Hier kommt eine 5 hin und die 1. Genau. Die 3. Okay, erstmal hier die 5 und das kommt auch weg. Dann kommt hier das X hin. Hier unten die 7 fertig. 3, zack, 1 oder 1, zack, 1, 2, 3. So kommt das hier noch hin. Das dürfte die 2 sein, genau. Das ist hier die 4. Haben wir hier die 1. Und hier wäre dann die 2, zack. Dasselbe hier. Dadurch haben wir hier fast die 5 komplett. So. Haben wir hier noch 2 Einsen. Das heißt, hier haben wir noch Einsen, zack, zack. Hier kommt die 1 hin, hier die 3. So, dann haben wir hier die 5 komplett. Nein! Ah, das wollte ich nicht. Da haben wir gesehen, dass der Autochecker, wenn wir etwas falsch markieren, also wenn wir etwas nur mit dem Ausfüllen, dann wird der wieder weggenommen und automatisch ein X hingemacht. Aber dafür wird uns halt Zeit abgezogen. So. Ja. Ist nicht so gravierend. Aber ja. Muss ja nicht sein, ne? Jetzt haben wir eben zum Beispiel 2 Minuten dazu gekommen. Wir hätten jetzt nur 1,51 gebraucht, haben aber 3,51 gebraucht. Aber gut. Wir werden heute sehr, sehr viel schaffen, definitiv, denke ich mal. Weil es sind halt noch sehr, sehr einfache Rätsel. Wir haben hier eine 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh. Da hatte ich Glück, dass ich gerade so weit gezogen habe. Das ist aber meistens alles symmetrisch ist.
ist das eh egal. Hier kommt die 2, hier kommt eine 2, zack, 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 zack. Also vieles ist symmetrisch meistens. Deswegen. Joa. hier die 5 mindestens. Hier die 4 mindestens. Hier kommt eine 3, zack. Schon mal die Einsen. Das heißt, hier kommt die 2 definitiv und hier definitiv die 1. Das heißt, das hier unten ist eine 1. Das heißt, der kann auch schon mal weg. Hier kann keine 3 mehr hin. Oh, okay. Doch nicht symmetrisch. Lucky, dass ich da nicht weitergezogen habe, den Strich. So, hier kommt die 1 definitiv hin. Das heißt, hier ist definitiv eine 3 und hier die 4. Das heißt, das kann weg. Die ganze Reihe kann weg. Das heißt, hier kann keine 2 mehr hin. Hier kann keine 2 mehr hin. Hier kommt definitiv die 1. Das heißt, wir haben das auch fertig. Hier, zack. Und zack. Nein. So. Jetzt habe ich einen zu weit gedrückt, aus Versehen. Unlucky. Unlucky, unlucky. Hier ist die 1 fertig, merke ich gerade. Das ist die 2. Das heißt, auch das haben wir fertig. Das heißt, hier muss definitiv eine 2 sein. Und hier ist die 2. Das heißt, das haben wir auch fertig hier. Zack, und dann muss... Habe ich hier aus Versehen ein X weggemacht, ja. Ein X hingemacht, obwohl da noch eine Zahl hinkommt. Das kann auch manchmal sehr, sehr fatal sein, Leute. Ja, Maro. Cool. Ja, so unter einer Stunde schafft man das schon, solange man nicht zu viele X bekommt. Also zu viele Auto-Fails sich aktivieren. Ja. 1, 2, 3, 4, zack. Hier kommt die 2 hin, hier ist eine 1 und hier eine 3. Das heißt, hier ist die 3 und hier ist die 4. Sehr gut, hier ist die 3. So. 2, 1, 2. Hier kommt definitiv eine 2 hin, weil hier würden keine 2 Zweien mehr reinpassen. Hier unten ist definitiv die 2, weil das hier eine 1 ist. Hier ist das weg jetzt. Genau, zack. So. Und hier keine 2 mehr hin. Hier ist eine 2, hier die 1, hier eine 1. Und hier muss hier die 2 noch sein. Das heißt, hier kommt die 3, hier ist die 2. So, und das hier unten haben wir auch fertig. Das heißt, hier kommt die 6. Ist die 2 fertig, das ist fertig, zack. 1 und noch eine 1. Die 3 ist auch fertig. Das heißt, hier kann keine 1 mehr. Das ist dann also die 2. So, Einsen, eine 2, noch eine 2. Damit haben wir das alles fertig. Die 1 ist fertig, zack. Und eine 2. Sehr schön. Ja, mit ein bisschen Übung, ein bisschen Picross-Übung und so, kann man das schon alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr leicht schaffen. Das hier jetzt ist auch noch sehr easy, also wirklich, das ist alles noch echt einfach. Hier kommt keine 3 mehr hin, 1, 2, 3, 4, 5. Und so, und hier kommt das X, hier ist die 2 fertig. Das ist alles sehr, sehr einfach noch, weil du halt echt... Also, ja, ein kleines Spielfeld, sag ich mal, hast. Und ja, die Zahlen sich auch relativ schnell dir erschließen eigentlich. 1, 2, 3, zack. Dann kommt hier die 2 hin, dann ist das hier eine 3. Hier unten muss die 3 hin. Das hier ist eine 1. Hier kann keine 3 mehr sein. Hier keine 3 mehr. Zack. Dann kommt das hier weg. Nein, jetzt habe ich wieder 1 zu viel gemacht. Ich bin zu schnell. Meine Finger sind zu schnell. So, hier kann keine 2 mehr hin. So. Hier ist die 3. Das ist eine 2. Hier müssen 2 Einsen rein. Das hier ist eine 1. Kommt hier die 2 hin definitiv. Kommt das weg. Zack. Eine 1. Das ist eine 1. So. Kommt das weg. Kommt hier noch die definitiv 1. Zack. So.
Das weg. Hier kommt die 3 und hier noch eine 1. Zack. Jo. Wie gesagt, bisschen Übung, bisschen Picross spielen oder jetzt schauen, dann kommt man schon drauf, bei manchen Sachen, wieso sowas ist. Wieso man das jetzt gerade so ausfüllt, wie man es ausfüllt. Oh, bei der 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ups. Ja, es kann auch passieren, dass man auszusehen, sag ich mal, zufällig es schafft, alle richtig auszufüllen. Weil man einfach ausfüllt, gerade ohne nachzudenken tatsächlich. 1, zack, 1, 2, zack, 1, 2. Ja, gut, ist richtig. Zack. 1, 1, 2, 2. Unten ist die 3, hier ist die 3. 1, 3. Das hier kommt die 6 hin, die 8 ist auch schon fertig. Hier kommt die 6 hin. Eine 3 haben wir auch. Hier ist eine 1 noch, 2, 2, also auch die 3. Die Einsen haben wir alle fertig. Das hier ist nur noch eine 6. Das hier muss die 4 sein. Zack, 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 Einsen fertig. Das hier muss die 6 sein und fertig haben wir es. Manche sind auch echt einfach. Also ihr seht ja, das ist manchmal sehr, 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 sehr symmetrisch. Das heißt, manchmal kann man Sachen schon anhand der Sachen überhaupt ausmachen. So. Also ja. Das hier ist wieder so eine Zahlenreihe, die definitiv hinkommt. Genau. Die 2 kann die nicht mehr sein, die 3 auch nicht mehr. Weil wir ja, wie wir gerade gesehen haben, ne, hier unten schon ein Feld ausgefüllt haben. Das heißt, hier oben konnte keine 3 mehr sein, weil es gibt nur eine Zahl in dieser Reihe. 2, 3, 4, zack. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4, zack. So. Das sind definitiv 2 Einsen. Das hier kommt auch noch eine 1 hin, wie es aussieht. Also haben wir hier schon mal die 2. Also kommt hier definitiv eine 1 und die 2 ist zack. Dort fertig. Hier ist die 2 und die 1 fertig. Das heißt, hier kommt die 2 hin. Das ist eine 2, weil das nicht mehr zu einer 4 werden könnte. Hier haben wir noch keine vollständige 6. Aber hier haben wir die 2 fertig und die 3. Die 4 ist hier fertig, die 2 dort. Das hier oben muss eine 1 sein. Das hier ist die 2, das heißt, hier muss noch irgendwo eine 1 hin. Das kann man auch schon mal wissen. Hier ist also auch die 3. Und ist hier die 4. Die 3 ist hier fertig, die 6 hier. Hier muss die 1 rein, also ist das auch die 2 von dort. Hier noch eine 1 rein. Hier noch die 1. Und wir haben Wolfling. Wolfling. Yeah. So, machen wir noch 1. 1 kriegen wir noch hin. 1 schaffen wir noch. Würde ich sagen. Gerade mit so einem Start vielleicht. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wir die Reihe ausführen hier. 1, 2, 3, zack, 1 oder 1, zack, 1, 2, 3. Genau, hier haben wir definitiv die 2, also ist das definitiv die 3. Wir haben hier noch eine 2 definitiv. Das hier ist dann also eine 1 und das eine 3 und 1 und 1. Und hier definitiv eine 3 hin. Das hier ist definitiv eine 1. Das hier ist die 3. Und hier definitiv die 7 und die 1 hin. Und das hier ist eine 9. So, dann haben wir hier definitiv die 5 und die Einsen. Können wir hier nochmal ein X machen, dann ist das hier schon mal die 3. Haben wir hier schon mal die eine 3. 2 Einsen. Das hier muss eine 2 und die 5 sein. Das hier ist die 6 und die 1. 2 ist abgehakt. Das heißt, hier muss die 6 nach unten gehen, damit hier oben noch die 1 hin passt. Genau. 1, zack. Die 6. Ah! 6 und die 1. hier muss eine 1 sein, glaube ich. Ja, genau. Hier muss die 1 sein. Hier ist noch eine 1 und hier ist eine 1. Und wir haben einen Herzcontainer. Beziehungsweise einen Herzteil.
Oder Herzcontainer oder Herzteil? Was ist es? Herzcontainer sogar. Krass. Ja, stimmt. Ein Herzteil ist nicht ganz rot. Stimmt. Gut, Leute. Dann war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Es geht auf der nächsten Seite, glaube ich, auch mit 15ern los. Genau. Und danach mit 20ern? Hier unten. 20 mal 15. Schon geil. Gut. Haut da rein!